Hallo zusammen, Kai Matthias hier für Voice of CNC und wir berichten hier live von der Intake und sind auf dem Stand von W&R. Ich habe den Herrn Reimer hier neben mir. Herr Reimer, ich grüße Sie. Vielen Dank, dass Sie sich ein bisschen Zeit für uns nehmen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir ein bisschen sprechen können, weil wir stehen hier vor einem ganz besonderen Highlight. Vor der Speedio U500 XD1 und wir würden gerne fragen, was sind gerade vor allem in Berücksichtigung der Herausforderungen hier des deutschen Marktes, gerade die Innovationen, die mit dieser Maschine vielleicht einhergehen? Gut, also die größte Herausforderung ist im Moment, es ist ein völliger Umbruch in der Wirtschaft, das hat man ja gesehen, man kann das in jeder Presse nachlesen, Tagesschau mittlerweile, werden auch die Ruhigsten werden wach. So, was wir hier tun müssen, glaube ich, und das verkörpern wir verkaufen nicht nur eine Maschine mit X, Y oder Z, sondern wir verkaufen hier eine Fertigungsphilosophie. Der Fakt ist ja, ich muss am Bauteil Geld verdienen, egal wie. Und Zeit ist Geld und da die Situation, die hat sich nicht verändert. Das ist seit der Erfindung des Webstuhls so und hier haben wir einen. So, wir stellen uns hier da in einer Maschine oder einer Philosophie einen Teil in 50% der Fertigungszeit eines vielleicht im ersten Ansatz vergleichbaren Produktes zu fertigen. Wir sind hier in den Nebenzeiten unglaublich kurz. Ich denke, wir sind hier weltmeisterhaft unterwegs und das stellen wir auch da in Form von den USPs, die wir hier eindeutig haben. Also Span-zu-Span-Zeiten von 1,3 Sekunden, Beschleunigung 2,2 G in der Z-Achse, da spricht Bände. Also vor allem das Thema Effizienz auch für richtig, die Nutzer und Kunden. Ja. Und ja. Wenn man auch einen Blick auf das Thema Nachhaltigkeit wirft, also Effizienz und Zeitersparnis, aber auch Energieersparnis ist ja, glaube ich, auch wir ein großes Thema. Der richtig? Hersteller und wir wollen alles ausnutzen, alle Einsparungen, die man haben kann. Das heißt, an so einem Bauteil, das wir hier fertigen, haben wir etwa einen Bedarf von 6 kW am Teil gemessen. Wir können das jederzeit in der Steuerung ablesen, wie viel kW wir hier verbraten, an dem Teil, in der Woche, im Monat, im Jahr. Die Verbindung, um noch produktiver zu werden hier in diesem Lande, ist natürlich Automation. Das kann man machen, ist kein Muss. Aber wir schlagen hier 2 Fliegen mit einer Klappe. Das heißt, wir haben eine unheimlich schnelle Maschine, wenig Stromverbrauch, wenig Luftverbrauch. 60 Liter pro Minute ist nicht viel. Nein. So, andere haben 200 Liter und noch Automation. Also das Gesamtpaket ist kaum zu schlagen. Ja, wahnsinnig schön, vor allem rauszuhören, wie viel Leidenschaft genau eben diese Philosophie verfolgt wird und wie somit Ersparnisse und Vorteile für alle Nutzer und Kunden an eurer Maschine dann letztendlich entstehen. Wir haben sehr viele Argumente, warum das und vielleicht für die Bauteileart nichts anderes, aber der Kunde muss uns auch zuhören. Ja, und er muss auch vielleicht sich Gedanken zu machen und auch etwas zugänglicher sein. Ja. Wir sind immer so geartet, wir denken immer, es geht immer so weiter. Nee, es geht nicht so weiter. Wir sind hier an einem Scheideweg. Ja, Scheideweg oder man kann sagen, wir laufen gerade auf dem Schwert entlang. Ja, das heißt W&R oder Sie. Wir müssen einfach hier im Lande besser werden. Ja, und mit einer klaren Vision für die Zukunft. Ne? Und machen dies und machen das, aber wenn es ans Umsetzen geht, ach, ich weiß nicht und. Wir haben keine Zeit mehr, um zu diskutieren, sondern wir müssen hier Fakten schaffen und hier haben wir sowas. Ja, wunderbar. Das heißt, ganz nach dem Motto, W&R immer schneller mit Blick weisend in die Zukunft. Das hat einen Grund. Den Slogan gibt es seit 30 Jahren. Sehr, sehr schön. Dann vielen, vielen Dank für diesen tollen Einblick und ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg hier auf der Intake. Dankeschön, Herr Mann. Danke. Alles gut. Tschüss.